Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in BB. Und normalerweise ist es ja so, wenn ich zu einem Interview fahre, habe ich genau das dabei, ein Mikrofon. Heute allerdings etwas mehr. Vielleicht kann man die Kamera hier runterschwenken. Ich habe nämlich einen Karton gepackt. Da waren wir gestern noch einkaufen bei Feinkost Leidl und bei Feinkost Aldi. Und ohne zu wissen, was drin ist, Wolfgang Thomas hier von den Johannitern, Sie können mir sagen, was da drin sein sollte. Ja, also das sind Grundnahrungsmittel, die wir hier drin haben und Hygieneartikel. Ja. Und warum Sie das wissen, das ist auch ganz klar, weil ihr stellt jedes Jahr die Weihnachtstrucks zusammen und da kommen solche Pakete rein. Wohin geht denn die ganze Ware tatsächlich? Also wir sammeln für verschiedene Länder in Europa, in Südosteuropa, um genau zu sein. Das geht einmal nach Albanien, das geht nach Bosnien, dann nach Rumänien, mittlerweile auch in die Ukraine und ganz neu seit diesem Jahr nach Bulgarien. Das heißt, Sie schicken das Ganze in Länder, wo die Menschen nicht so viel haben. Das hört sich immer so banal an. Also wir haben in den Regionen, zum Beispiel in Rumänien, den Fall, dass dort die Kinder alleine auf sich gestellt sind, weil die Eltern in der Sommerzeit vor allem als Erntehelfer nach Deutschland oder in andere europäische Länder kommen. Und wir versuchen über diese Pakete, die zur Weihnachtszeit zu den Kindern kommen, sicherzustellen, dass die Kinder das ganze Jahr einen Anreiz haben, in die Schule zu gehen. So, und da sprechen wir auch gleich drüber. Vorher werden wir aber ein ganz klein bisschen sportlich. Wir begeben uns in neue Höhen. Angekommen. Der UB ist ganz oben auf in der neuen Kletterhalle Rokadion in Böblingen und sorgt höchstpersönlich für einen Konfettiregen. Wie fühlt man sich da oben? Grandios, also klasse. Ich glaube, 17 Meter ist man dort oben in der Höhe und man hat einfach dann alles im Blick. Wunderbar. Alles im Blick hat vor allem auch der Hausherr, der das Stadtoberhaupt sichert. Was sagt der Experte zu den Kletterkünsten? Ich muss ja sagen, er hat davor mal mit mir trainiert. Ja, und wenn die Leistungskurve so weitergeht, dann wird er nächstes Jahr in der Wand hier klettern. Also der ist da talentiert und hat es von Anfang an super gut gemacht. Super gut ist auch die Stimmung bei der Eröffnung des Rokadions. 4 Jahre lang wurde geplant, konstruiert, gebaut, bis jetzt alles bereit war fürs Anklettern. Am Ende war der Termin eine Punktlandung. Wir standen da vor 5 Tagen und haben festgestellt, wir haben Liste gemacht, die Birgit und ich, ja, wir schaffen das alles nicht. Und dann hat es plötzlich von links und rechts und oben und unten noch Helfer irgendwie geschneit und dann haben wir es doch geschafft und darauf möchte ich mich bei denen allen echt super nochmal bedanken. Insgesamt 2000 Quadratmeter Wandfläche bietet die Kletterhalle. Verschiedenfarbige Griffe markieren einzelne Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Bis 18,50 Meter geht es in einem Teil der Halle hoch. In der anderen Hälfte wird gebouldert, also in kleineren Höhen eher waagerecht geklettert. Alles vorab genauestens getestet. Wir haben natürlich diese Routen, die wurden geschraubt und die haben wir natürlich auch Probe geklettert. Also hier gibt es keinen Griff, den ich quasi noch nicht in der Hand hatte. Beruhigend auch für den OB, der zwar kein Profi ist, sich aber mit seinen Kletterkünsten sehen lassen kann. Gerade einmal 2 Minuten braucht er bis ganz oben. Man hat das Gefühl, man hat etwas erreicht und der Weg war schwer, der Weg war steinig und man ist in Etappen dann zu dem Ziel gekommen und das ist so ein bisschen auch wie in der Stadtpolitik, Schritt für Schritt zum Ziel kommen. Viele kleine Schritte waren auch nötig bis zur Eröffnung heute. Die Erleichterung, dass es nun geschafft ist, ist auch Georg Humburg beim Blick auf die ersten Kletterer anzumerken. Ich muss mir da schon direkt die Tränen verkneifen. Also, das ist toll, wenn die Leute anfangen zu klettern. Ich hoffe, die kommen jetzt natürlich jeden Tag und nicht nur zum Tag der Eröffnung. Die meisten jedenfalls sind am ersten Tag mit viel Spaß und Enthusiasmus dabei und sicher nicht nur wegen der Geschenkgutscheine in hochschwebenden Luftballons. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es tatsächlich ausgepackt und auf dem Tisch liegt und in diesem Karton wird das Ganze praktisch verpackt. Eine Tafel Schokolade haben Sie mir jetzt weggenommen. Warum das denn? Ja, weil wir da ganz penibel drauf achten müssen, aus 2 Gründen. Zum einen wegen Zoll, dass wir da keine Probleme kriegen. Also es muss wirklich nach der Packliste, die wir ausgelegt haben, gepackt werden, sodass der Zoll dann nichts reklamieren kann. Zum zweiten aber auch der Grund, dass die Kinder, die Pakete bekommen, auch alle das Gleiche haben und nicht das eine einen Haufen mehr, das andere einen Haufen weniger, weil ich denke, da wird man... Da steht Neid unter den Kindern, genau. Das wollen wir natürlich richtig auch vermeiden. So, ich habe noch eine alte Packliste gesehen vom letzten Jahr und da ist mir eins aufgefallen, da ist jetzt 2x Öl,
dabei und zweimal Zucker. Da ist irgendwie einmal Öl und einmal dazugekommen und einmal Zucker weggefallen. Richtig, genau, weil wir festgestellt haben, dass das Öl doch mehr gebraucht wird wie der Zucker. Selbstverständlich. Und wir sprechen auch gleich drüber, wie kommen diese Kartons in den LKW und wie lange dauert es dann tatsächlich mit der Verteilung. Da sprechen wir drüber und zwar nach der Werbung. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Ja, und immer noch sehr gerne hier im Sterncenter bei den Johannitern und immer noch Wolfgang Thomas bei mir. Wie kommen diese Kartons dann zu euch? Also wir haben da verschiedene Sammelstellen eingerichtet, unter anderem in Böblingen an der Dienststelle, aber auch ganz speziell dieses Jahr hier bei der Motorworld Region Stuttgart, wo wir am 14.12. alle Pakete sammeln. Da wird auch ein Johanniter Weihnachtstrakt da sein. Das ist also ein 40-Tonner, den wir da beladen und hoffen, da möglichst viele Pakete zusammenzubekommen. Haben Sie mal eine Hausnummer? Was ist denn zum Beispiel 2017 durch euch verschickt worden? Also es waren knappe 60.000 Pakete, die wir da verschickt haben. Das waren ungefähr, es waren genau 48 LKWs, die wir da auf die Strecke geschickt haben. Und die werden halt in verschiedene Regionen dann verteilt. 48 LKWs, die da einfach mal losfahren. Das Ganze ist natürlich auch eine logistische Meisterleistung und kostet Geld. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte da jetzt nicht einkaufen gehen, man könnte euch auch Geld spenden. Wofür wäre das dann? Ja, also wir nehmen das Geld sehr gerne auch an als Spende. Das wird zum einen für die Spritkosten benutzt, aber auch für die Mautgebühren. Das heißt, die LKWs, das sind nicht lauter Johanniter eigene LKWs, sondern das sind Speditionen, die uns ihre LKWs zur Verfügung stellen, genau für diese Aktion. Super Geschichte. Wir sprechen auf jeden Fall noch weiter, wie das dann mit der Verteilung vor Ort aussehen wird, weil das muss ja gerecht so gehen, haben wir schon drüber gesprochen. Vorher schauen wir uns aber an, und zwar eine gläserne Produktion. Keine Angst, hier brennt es nicht, hier wird gebrannt. Dieter Bräuning befüllt gerade den großen Kessel mit frischer Maische, in diesem Fall aus gegorenen Äpfeln. Wir produzieren hier oder brennen hier Obstbrände und haben noch im Nebenerwerb im Gerei. Es ist gerade November, Dezember angefangen und jetzt werden halt die Früchte gebrannt, die im Laufe des Jahres gesammelt worden sind, die jetzt vergoren sind und die werden jetzt gebrannt. Klein, aber fein ist seine Manufaktur in Herrenberg-Haslach. Heute allerdings ist die Bude voll. Viele Menschen kommen zur gläsernen Produktion, um sich einmal anzuschauen, wie die leckeren Obstschnäpse eigentlich hergestellt werden. Für Bräuning bedeutet das viel Arbeit. Guter Aufwand ist sehr groß, wenn man einfach alles so weit in den Vordermann bringen muss, um das so hinzubekommen, dass einfach, wenn die Leute kommen, dass es einladend ist und dann entsprechend die Sache vorbereiten, dass man entsprechend Kundschaft hat und auch Fässer, um zu brennen. Unterstützung kommt dazu vom Landratsamt. Pressearbeit, Werbung, Beschilderung, Koordination der Projekte über das ganze Jahr, all das leistet die Behörde aus einem einfachen Grund. Es ist uns einfach ein Anliegen, die Landwirtschaft im Kreis zu zeigen, was dahinter steckt, hinter der Landwirtschaft im Kreis, hinter den landwirtschaftlichen Betrieben, was die für tolle Arbeit leisten und was für schöne Produkte wir hier im Kreis einfach auch aus der Landwirtschaft haben. Aber auch unsere Kulturlandschaft letztlich ist ja mit auch durch die Landwirtschaft geprägt und das kann man auch zeigen. Einmal im Jahr werden deswegen alle teilnehmenden Produzenten eingeladen zum gemeinsamen Essen und Trinken, zum Austausch untereinander und es gibt für jeden Teilnehmer eine Urkunde und ein kleines Dankeschön. Für die meisten ist das ein schöner Saisonabschluss. Für Dieter Bräuning geht das Geschäft gerade erst richtig los. Obst muss man halt brennen, wenn es vergoren ist. Und es ist eigentlich immer ideal, die Zeit in der eingebrannt wird, um das ein oder andere Weihnachtsgeschenk oder was halt jetzt gerade ansteht, auf die Weihnachtsmärkte auch gekauft wird, das anzubieten. Der perfekte Zeitpunkt also für die letzte gläserne Produktion in diesem Jahr. Na dann, Prost!
Ja, und übrigens auch ganz schön mächtig was los, nicht nur hier bei den Johannitern, sondern in der Region. Die Veranstaltungstipps und wisst ihr was? Ich räume in der Zeit mal den Karton wieder ein. Wer geht's zu auf dem weihnachtlichen Abend im Max-Planck-Gymnasium Böblingen? In der Aula lädt ein kleiner, aber feiner Markt zum Genießen von süßen und herzhaften Köstlichkeiten ein. Alles aus fairem Handel, versteht sich. Außerdem gibt's musikalische Unterstützung von Bläserklassen und Miniband. Für mehr weihnachtliche Klänge sorgen gleich drei Leonberger Chöre beim Incanto Weihnachtskonzert. Der L-Chor, Rhythmix und der Projektkinderchor singen gemeinsam Pop und Klassik in der Eltinger Michaelskirche. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten. Und wer so gar nichts mit Weihnachtsmusik anfangen kann, geht am besten ins Herrenberger Mauerwerk. Da bietet Patricia Moresco einen ironischen und hochprozentigen Weihnachtspunsch, der einem die Schlittenfahrt zwischen Last Christmas und Highway to Hell aufs Lustigste versüßt. Lustiger wird's diesen Advent nicht mehr. Herr Thomas, für mich immer ganz, ganz wichtig, wenn ich etwas spende, möchte ich zu 100% sicher sein, dass das, egal ob das jetzt Geldspenden sind oder Sachspenden sind, auch tatsächlich dort ankommt. Wie wird denn gewährleistet, dass diese unglaubliche Menge von Kartons, von Spenden auch wirklich dort verteilt werden, wo es benötigt wird? Also wir haben da ja unsere eigenen Helfer, die mitfahren. Das sind ca. 100 Helfer, die sich da bereit erklärt haben, diese Aktion auf sich zu nehmen und die Strecke auf sich zu nehmen, um dort vor Ort das Ganze an die Kinder zu verteilen, weil nur die vor Ort wissen natürlich, wer das am ehesten braucht. Natürlich. Und was wäre im schlimmsten Falle, wenn ein LKW liegen bleibt? Wenn ein LKW liegen bleiben würde, müsste man es eben so organisieren, dass dann die Ware umgeladen wird, sodass die auf jeden Fall ankommen wird. Also ihr sorgt dafür. Und ich sage einfach mal, Herr Thomas, auf die nächsten 25 Jahre und dass es dieses Jahr wieder locker 60.000 Pakete werden, die verschickt werden können zur Weihnachtszeit an Kids, die wirklich nicht, die sich über so ein Malbuch freuen. Das war's für heute. Vielen Dank dafür und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe, natürlich von Wir in BB.